24%. Hm, geht schon. Heute, was geht ab, Leute? Ich dachte, ich kann euch irgendwo befestigen, aber das funktioniert nicht. Wir sehen uns am Zielort. Mein Gott. Oder? Ah nee, das geht eigentlich. Ich dachte eigentlich, das ist die neuen Vorgriffssachen, die ich bestellt habe. Ah ja, okay, passt. Nee. Also ich hatte ein viel schwereres Paket erwartet. Keine Ahnung, wieso die immer hierher das schicken. Also das, kein Plan, egal. Auf jeden Fall ist es nicht Vorgriffs, weil ich habe echt eine Menge bestellt. Energy Drinks und die neuen Eistees für die Jungs. Aber das ist was anderes, was ich bestellt habe. Seht ihr gleich. Fragt mich nicht, Leute. Ich habe das bei einer Influencerin gesehen. Ich schwöre, die macht das richtig. Die zieht das durch. Die macht es so wie wir bei Kogo. Einfach im Alltag ständig, boah, Synergy, dies, das. Einfach so im Unterricht, sie so, ja, Mathe, Minus, aber Synergy, Hauptsache Synergy ist dabei. Und irgendwie hat mich das gecatcht und dann dachte ich mir, okay, probiere ich es aus. Das Kranke ist, genau da, die Woche, wo ich es bestellt habe, also jetzt, ist eine neue Geschmacksrichtung rausgekommen. Die habe ich jetzt verpasst. Sonst hätte ich die direkt mitbestellt. Also die macht das echt gut. So wie wir halt einfach so im Alltag, einfach so natürlich, hey, yo, das taugt und so. Sie so im Urlaub, dies, das, alles ist saftig, Urlaub, nur, was fehlt, Synergy und so. Ich denke mir so, boah, krass, muss ich mal probieren. Und ja, das ist es. Drei Geschmacksrichtungen. Das klingt krank. Apfel, Zimt war das, glaube ich. Ihr wisst, ich liebe Apfelzimt. Pfirsich und das war normal irgendwie. Und dann kam noch irgendwas Neues raus. Tropical oder so ein Schmarrn. Ich gebe Bescheid. So, noch mehr Pakete bekommen. Heute, endheftig. Gut, dass wir gerade nach Hause gekommen sind. Sonst hätte ich die wieder von irgendwo abholen können. Popcorn. Ich glaube, eine der zwei Popcorn-Bestellungen. Wir testen alle Popcorns. Format von Crispy Rob geklaut. Aha. Und noch mehr natürlich. Demnächst, Leute. Sehr interessant. Das hier müsste der dritte Arm sein. Der dritte Arm für das dritte Mikro. Yes! Eiskalt, Alter! Ich dachte schon, ich hab den voll vergessen. Ich dachte, vielleicht ist der explodiert oder so, weil ich den zu lange da drin gelassen habe. Ist eine Bestellung reingekommen, also nicht reingekommen, fertig geworden. Ich habe was für Twitch bestellt. So ein paar Emojis, Emotes, Badges und so für die Community halt. Ja, schmeckt echt gut, Mann. Also, wow. Also, schmeckt echt gut. Ich chill jetzt noch ein bisschen und dann zeige ich euch das, was reingekommen ist. Und vielleicht treffen wir uns mit Jong oder so. Machen einen IRL-Stream. Ihr wollt ein bisschen so in Schwabing chillen. IRL-Stream, warum nicht? Vielleicht. Muss ich mal schauen. Seht ihr was? Ich hoffe doch. Das sind die Badges. Sub-Badges. Warte mal. Noch näher ran. Zum Beispiel hier so Bronze. Erste Stufe Sub. Bronze Bitcoin. Dann Silber Bitcoin. Gold und so Platin Bitcoin für ein Jahr, wahrscheinlich so ein Monat Bronze, drei Monate Silber, sechs Monate Gold oder so, ein Jahr dann Platin und dann drüber muss ich nochmal neu bestellen. Das ist so der Plan. Dann hier die Panels. Also erstmal hat sie zwei vergessen, das sollten fünf sein. Für jeden von uns. Mit einem und ja. Ich weiß nicht, ob das so Ähnlichkeit hat mit uns, das soll ich sein. Über uns und dann hier so zum Beispiel
Social Media, dann, das soll Tati sein, alles klar. Und das soll Chong sein. Yeah. Und Donation hat sie falsch geschrieben. Ja, da muss sie nochmal ran. So, das sind die ersten paar Sachen, wie gesagt, Emotes, Alerts und Banner noch. Kommt noch. Yo, was geht, Leute? Nächster Morgen. Ist gestern nicht mehr viel passiert. Dimi hatte nochmal angerufen, weil wir wollten uns heute treffen. Hat er nochmal das Treffen, wie nennt man das? Also nochmal gecheckt, ob heute alles steht. Und dann hat er, das war richtig random, gefragt, also ob eine gewisse Person mitkommen kann. Weil er hat gehört, dass ich und diese Person Streit hatten. Ich so, auf gar keinen Fall. Das seht ihr vielleicht im Video morgen. Aber es gibt echt nicht viele Leute, also es gibt natürlich immer Leute, die man nicht leiden kann und sowas, aber das ist eine der wenigen Personen, vor denen habe ich keinen Respekt. Die können sich schleichen. Aber auf jeden Fall, ja, hat er mich gefragt, hat er so gehört. Und ja, da habe ich gesagt, nee, danke. Ich erzähle gerne die Story. Was war, aber mit dieser Person will ich eigentlich nichts zu tun haben. Und, aha. Ich wollte hier das schnell abchecken, weil wir treffen uns gleich zum Essen. Weil Fotoshoot ist ja am Sonntag. Und ja, ich muss nochmal die Location abchecken. Das ist Tour Nummer 1 sogar. Ob das alles passt, weil hier war Baustelle, ob man hier die Fotos machen kann, weil da war alles abgedeckt. Ob die schon fertig sind, die ist das. Und scheint so, als wären die endlich fertig. Nicht ganz, also hier ist noch alles abgedeckt, aber wir könnten uns schon reinschleichen und ein Foto machen. Also davor war hier alles komplett abgedeckt mit Zaun und so Clan und sowas. Man konnte den Umwelt gar nicht mehr sehen, aber jetzt kann man schon wenigstens ein paar Fotos machen fürs Fotoshoot. Ja, und apropos Hongs Tour. Ja, ich weiß nicht, also ich habe mich noch gestern mit einer Freundin getroffen. Ich habe mich ein bisschen ausgeheult bei ihr, so meine Sorgen erzählt, meine Gedanken über Hongs Tour. Ich bin nicht so zufrieden, wie es läuft. Ist alles so schleppend. Der Partner, den ich reingeholt habe, einer meiner ältesten Freunde eigentlich. Ja, leistungstechnisch überzeugt er mich nicht. Der ist echt Mindset, nicht da, wo es sein soll. Motivation, das Feuer, diese Selbstständigkeit. Ich meine, er sollte mich ja ergänzen. Und weiß nicht, da passiert einfach nicht genug. Das steckt nicht genug rein. Klar, wie viel kann man von einem erwarten, für den man nicht bezahlt, weißt? Ich meine, auf der einen Seite, alles, was er macht, ist natürlich umsonst bisher, weil er ist ja Co-Owner jetzt. Er kriegt seine Prozente, je nachdem, wie viel wir dann verdienen. Aber ich weiß nicht, ich habe halt eine andere Mentalität. Ich war jetzt 4-5 Jahre selbstständig, alles. Für mich gibt es nicht nie genug Arbeit. Also ich nehme immer Aufträge an. Okay, jetzt weniger. Ich habe es mir langsam angewöhnt, keine Aufträge mehr anzunehmen, weil ich es nicht mehr brauche. Aber davor, vor Bitcoin, ich habe jeden Auftrag angenommen, alles was geht. Und auch lange, viele schlaflose Nächte und sowas. Und seine Mentalität ist halt ganz anders. Ja, da können wir uns schon reinschleichen morgen, oder? Geht schon. Geht schon. Okay, dann weiß ich, was du schon meinst, das weißt. Keine Ahnung. Wir haben uns auch also gestern ja getroffen. Also heute für euch in diesem Video. Das war schon gestern. Ich habe das wieder geteilt. Und dann sind ein paar seiner Freunde vorbeigekommen. Die haben auch so ein Nebenbusiness, Side-Hustle, irgendwas mit T-Shirts, weißt. Haben die ein bisschen gequatscht, habe ich so überhört. Und dass er denen jetzt auf Facebook, Instagram und sowas folgt. Und dann haben die gefragt, was wir so machen. Sind wir auch hart am Hustlen und so. Und dann hat er komplett runtergespielt, anstatt zu sagen, ja Digga, fettes, krasses Startup, Hongs Tour, folgt uns auf Insta, dies, das, wir schenken euch eine Tour, macht's auf jeden Fall mit und so. Und ihr wisst, ich bin ein introvertierter Typ, aber meinst du ganz anders, ich würde direkt immer Werbung machen, dies, das, voll dahinter stehen. Und er so, null, was? Schon, weiß nicht, alles was er bisher macht, hat mich schon relativ enttäuscht. Auch, er sollte jetzt den Vertrag aufsetzen für die zwei, bei Sonntag. Ja, oh, kein Problem, mache ich und ich schicke es dir vielleicht Freitagabend noch sogar direkt, weil es echt nicht viel, nur Copy-Paste und sowas. Ein einziger Paragraph, den er irgendwo raussuchen muss bezüglich Video und Fotomaterial und Rechte und sowas. Der Rest ist einfach von den ganzen Verträgen, die ich hatte, einfach rauskopiert. Und Reimann könnte raten, ob das gestern Freitagabend noch gekommen ist oder nicht. Deswegen, ja.
ich bin nicht so zufrieden, aber was soll man machen? Was soll man machen? Das war's von mir, Leute. Schaut's gleich weiter. Der Vlog geht gleich weiter. Also Vlog für den nächsten Tag, aber es ist beides für mich Samstag. Ich treffe mich mit den Jungs und wir gehen Indisch essen. Und dann, weiß nicht, was wir da genau machen. Ein bisschen quatschen, Dimi hat Probleme. Dann wollte er die Story hören mit der Person, mit der ich das habe. Und dann hättet ihr das wahrscheinlich alles erfahren. Also meine Seite, das von Dimi, geht euch nichts an. Das war's von mir, Leute. Gebt gerne ein Like, Kommentar, Abo. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Twitch, Instagram. Eigentlich jeden Freitag live, außer diesem Freitag. John hat eine Pause gebraucht, was mir eigentlich auch gut tut. Samstag einmal nicht müde aufgewacht, nicht mit Kopfschmerzen aufgewacht, also perfekt. Investiert in Bitcoin, DeFi, Cashflow generieren. Das war's von mir. Ciao und serious business.